Schawim, Schawim. Hallo auch. So. Da beim letzten Mal eine Schlacht nicht stattgefunden hat. Ust, ust. Oh, interessante Flagge. Gehen wir jetzt der eigentlichen Mission nach. Und ich weiß nicht warum. Ich habe Interesse daran, dieses Schiff dahin anzugreifen. Vielleicht spinne ich, aber die Flagge sieht durch die Farbe so besonders aus. Anyway. Also im Ernst, das wäre echt komisch vor. Oder ist das ein Handelsschiff? Setzen wir die Segel! Kapitän übernimmt das Steuer! Ich versuch's. Njom. Dort treibt etwas! Ja, ja. Wir können es herauswischen. Segel runter! Ruder rein! Okay, hauen wir dich kurz um. Ich will wissen, was du für ein Schiff bist. Warum hast du eine andere Farbe? Wollte auch alle verschiedene Farben. Egal, dann sterbt ihr jetzt aus Pechgründen. Normaler Athena-Dings. Wieso ist das eine dunkle Farbe? Ruder ins Wasser! Hm. Das Feuer ist bereit! Greift mit den Speeren an! Halbe Kraft! Bogenschützen! Bereit! Und liegt nur an den. Können Sie doch. Langsam! Macht euch bereit! Wir dran! Heilen! Entbrennen! Speere werfen! Jetzt seid ihr Futter für die Haie, Athena! So, und du. Eigentlich war es nur der Rang des Schiffes. Egal. Ja. Verlegers lässt euch gerüsten, Athena. Abschaum. Haltet euch fest! Na gut. Hat zumindest zur Mission gehört, weil es Athena Schiffe sind, die ich eh umhauen soll, oder? War das sogar schon alle? Weil dann Abgebeding ist? Moment. War es das jetzt aus Versehen schon damit? Hm. Warum kann ich weiter? Weiß ich nicht. Hallo Handelsschiff, geh weg. Ruder ins Wasser! Gegner sind nah! Bereit machen! Hey. Du willst was, wa? Du bist auch schon wieder so. Warum sieht das so besonders aus? Greifst du mich an? Kommst auf mich zu, das sieht sehr bedrohlich aus. Wer hören? Der Kapitän verlässt das Steuer! Was
ein oder mehrere Kisten. Das wird dann das. Wow. Nehme an. Na. Wo ist denn? Oh, come on. Ach, der Scanner ist so toll verbessert mittlerweile, dummes Vogel. Zwei Kisten, siehst du. Ich war noch so. Na gut. Huh. Telates Helm. Talates. Helm. Wo ist eine Kiste? Auf da unten, ne? Uff. Sehe sie nicht. Ach da. Aber hinter mir. Das Wrack sieht nochmal interessanter aus. Wo ich da hin? Eine Höhle? Ich höre Wale. Oh Gott. Interessant. Irgendwie gibt es eine Höhle oder ist ein Loch? Ja, ja, ich bin ja schon dabei. So dramatisch die Musik. Okay. Guck mal von oben, ob wir da noch einen Tunnel übersehen haben oder so ein Eingang. Nee. A Freak. Okay, dann geht es Richtung Tief. I don't know. Ist auch noch eine Kiste hier? Ganz komisch da steht. What? Ach, das ist eins, was wir gerade versenkt haben. Duh. Oh, wait. Ja, ja, habe ich schon mitberechnet. Ich bin verwirrt. Zum 100. Male. Warum so unten Kisten? Und die Kisten mit dem Schiff zu tun, das ich versenkt habe? Gib den Kurs vor, Kapitän! Könnte sein, weil da gibt es ja Kapitän Kisten. Nicht mehr an Deck. Ich will trotzdem noch die eine Kiste da unten. Und nochmal. Unser Schiff ist weg. Ja, dann war es wirklich das versenkte Schiff. Ja, ne? Bin verwirrt. Na gut. Na gut, na gut, na gut, na gut. Ups, also. Wir erwarten Befehle, Kapitän. Ja. Kapitän abwesend. Ihr habt bis auf weiteres Pause. Wir sehen uns gleich. Okay, ich habe da so einen ganz offiziellen Effekt. Eine Idee, lol. Interessant. Das Schiff hat das Loch aufgemacht, sozusagen. Wer kommt denn auf sowas? Wahrscheinlich jeder andere außer mir. Okay. Weh, du bist nichts Interessantes. Bitte sei interessant. Nope. Nichts. Also soll das Schiffswrack wohl eine Höhle geöffnet haben oder sowas. So, wir sollen immer noch dorthin.
Ich fühle mich verarscht. Ja, das tue ich sehr oft, ne? Wait, ist die Richtung? Ja. Einfach mal gucken. Naja, pack ein. Noch eine Mission? Okay. Wenn die überhaupt wirklich zusammen die Insel? Also man... Silberinsel, ja, der Rand ist um die beiden zusammen. Aber den Abstechenden ist man komplett fertig. I don't know. Na, schwimm, schawimm, schawimm. Na gut. Hier wurde noch Ruinen. Da ist ein riesiger Tempel, da ist eine Stadt wahrscheinlich. Okay. Wird sich schon zeigen, was am Ende passiert oder nicht. Vielleicht ist dieses Ding ja komplett bedeutungslos, außer die eine Mission, die dann ohne Not dazu da ist, um hier rüber zu kommen. Who knows? Okay. Na komm. Jetzt sehe ich es. Dann ist das hier noch Vorräder und so weiter. Okay. Soll den Start schwächen auch noch. Okay. Müssen wir jetzt sagen, das Ziel ist es, den Start zu schwächen, dann über die Schlacht zu gewinnen? Ich meine, das ist ja schon automatisch schon lange passiert. Oder, naja, nicht wirklich, weil ich es rückgängig gemacht habe. Aber weird. Muss doch so viel mehr sein dahinter. Ist es eine Fläche oder ein Lager? Das ist wahrscheinlich ein Lager oder sowas, was ich machen soll. Was noch was? Und gehen wir da lang. Guck mal nach. War nicht meine Mission. Mission? Idee. Nicht meine Idee. Oh Gott, Idiot, ey. Bist du hier in der Höhle? Ein Skillpunkt for free. Kynthos Ruinen. Dort finde ich Podarkes Waffen und Vorräte. Vielleicht. Und das ist eine kleine Mini-Theorie. Ging das vor ein paar Jahren noch viel langsamer. Leute haben alle rumgeheult und deswegen haben sie das. Wein aus Athen. Okay. Der wird Kyra sicher schmecken. Und wenn ich darüber nachdenke, mir auch. Okay, warum auch immer. Aber wo war ich genau? Ich kann mir vorstellen, dass das länger gedauert hat, die Leute alle rumgeheult haben und deswegen das schnell gemacht haben. Und dass deswegen jetzt so schnell die Startschwäche ist, damit man Krieg führen kann. Keine Ahnung. Wäre nicht das erste Spiel, in dem sowas passiert. Na gut, wir machen trotzdem die Sachen. Die Idee ist ja nach wie vor, alle Missionen zu machen. Soweit möglich. Wenn eine Mission eine andere ausschließt, ist das eben so. Naja, soll. Ah! So. Oh. Okay, ich geh erstmal kurz hier gucken.
überlege gerade, es ist wahrscheinlich niemals was zu verpassen, Isengrämern. Auf der anderen Seite, vielleicht ja doch. Wie ihm zum Beispiel. Ich habe den Wein aufgesammelt. Ich hatte keine Anhaltspunkte zu verdienen, aber hey, nehme ihn mit, warum nicht? Bevor man ihn. Ich muss das Ding jetzt nur noch rumziehen. Ne, sieht nicht so aus. Na gut. Wird schon alles irgendwie stimmen. Man wird paranoid. Man weiß, man kann Missionen machen, bevor man sie angenommen hat. Wird man paranoid nach umgucken. Ich sollte einfach rauslaufen können. Hoffentlich. Na, wo ist das Regal vor einem kleinen Durchgang? Irgendwie sowas. Los. Ah, hier. Das Regal vor einem Kriechdurchgang, damit man nicht rückwärts durchgehen kann. Dann da. Prinzip ist auch langsam alt, was immer das gleiche, die gleiche Ausrede ist, um durch das ganze Ding durchzulassen. Na gut. Was soll. Das ist ein Lager, ne? Störungsgebiet heißt es. Auch? Ja, das ist ein Silo. Man hat auch was mit Stahlstärke zu tun, aber. Ein Ostenwort. Ich meine, ich habe drüben noch das mit dem Blütenbecken und Dingen. Ja. Unauffällig zerstören. Was im Brennt. Odakes Truppen werden hilflos sein. Oh. Stimmt. Was mit Schiff? Heilen, Bogen. Nicht relevant für mich. Eine gewichtige Entdeckung. Delos, also die Insel hier. Suche den Tempel der Delia und Geburtsort des Apollon. Hinter einer Bronzestatue gibt es einen geheimen Gang, der in einer unterschiedlichen Grab führt. Ich bin nämlich in einem Stapel Äpfel, der vor Schlangen bewacht wird. Okay. Suche im Tempel der Delia am Geburtsort der Apollon. I guess. Oh, das ist das ganze Ding und der Tempel. Keine Ahnung, das große Ding. Mal sehen. Keine Vorräte, keine Kampfmoral. Ja, mir fehlt noch ein Vor. Ah, da. Dass Rebellion so viel Spaß machen kann. Das sollte reichen. Ich sollte Kyra von all dem unterrichten. X. Weißt, wie das soll? Ja. Ich will nur das Kopfgeld.
Hilf mir, lass er! Nope. Boah, am Brünner. Sorry. Startstärke minus 42. Haben wir auch so einen Zivilisten gekillt. Ja, gut. Passiert. Passiert erschreckend oft. Wobei. Nee, ich kille nur Zivilisten, wenn sie in mein Schwert rennen. Und das meine ich wirklich. Oder sie mich halt angreifen, weil sie glauben, sie wären die Helden hier aus irgendeinem Grund. Missionen. Mit einem Lächeln. Oh nein, Sokrates ist hier. Nein. Sofort diese Verzweiflung. Like, oh nee. Scheiße. Der Vollidiot. Genau. Wollte ja. Weil es Spaß macht, wie eine Keule benutzt. Manchmal. Oh. Sieht noch nein, die sieht doof aus. Ich will einen Feuerhammer, weil mit Feuer. Komm her. Für mich. Ich würde sagen, ein großer Schmiedehammer. Heiligtum des Alkalon. Ich habe das Gefühl, das ist ein sehr verbreiteter Name und man sieht das überall. Jede Insel hat ein eigenes Heiligtum oder sowas. So, Pferd. Na gut, zumindest wissen wir, dass Sokrates immer ein eigenständiges Ding ist. Wobei er hier. Teils Heiligtum, teils Schatzkammer. Ich frage mich, ob die Delia noch Silber übrig gelassen haben. Also, ich. Was wollte ich? Genau. Komm mir, ob Sokrates wieder irgendwas in Frage stellt, was ich hier gemacht habe. Ach hier. Tempel. Und ein Haufen Wache. Natürlich. Macht Sinn. Okay. Ich dachte mir der Flugpunkt. Natürlich. Der Geburtsort des Apollon persönlich. Beeindruckend. Und jedes Mal. Eine nackische Statue von einem Mann. Wie ich ihn dann mochte, Pimmel, wa? So, es wird gemordet. Unfreiwillig, aber hey. Halt dich lieber fern von dir. Das Maul. So ein Spaß. Verbrannt. Okay, wie komme ich denn da oben rein? Noch auf irgendwas? Du hast da oben noch ein Fenster. Ah, wahrscheinlich. Das ist ein Aufbau eines Tempels. Ja. Komme ich denn direkt? Ja. Wie jetzt? Der baut so ein Haus?
Großtempel. Was war der? Besitzt ein Gewicht in der Decke. Den Tempel der Delia an Geburt des Elfholland. Hinter der Bronze Geheimgang, ja. In einem unterirdischen Grab. Hinter einer Bronzestatue gibt es einen geheimen Gang. War das gerade das Ding hinter mir? Ich geh nochmal kurz rein. Also steht irgendwas von unterirdisch. Allerdings der Rest würde stimmen, oder? Bronzestatue, hinten versteckter Gang. Oder nee, ah, das ist eine Mauerstatue oder sowas. Okay. Ah, oh, fuck. Müssen wir die ganzen Statuen durchgehen. Das macht genauso viel Sinn. Dekoration, ah, okay. Okay, Moment. Das hieß doch Geburtsort von Apollo. Das hat sie doch gesagt. Oh mein Gott, das könnte wieder sich ziehen für eine falsche Information. Okay. Hallo Söldner, bist du interessant für mich? Nein, bist du nicht. Wer hätte damit gerechnet? Oh Gott. Labyrinth? Oder was ist hier los? Oh, Heute, das ist auch was mit Schlangen, ne? Haufen Äpfel. Ja. Interessant. Gut. Na gut. Weiß ich nicht. Na gut, es ist ein Gang hinter einer Bronzestatue. Sieht aber offiziell aus und nicht nach einem Versteck. Naja, ich mecker immer, wisst ihr doch. Der dreckige Rebell hat das Heiligtum bestohlen. Er vergoss Blut auf heiligem Boden. Gutes Volk von Delos. Eure Herzen sind groß. Doch hier müssen wir unsere Köpfe einsetzen. Er verdient den Tod. Wir wollen Gerechtigkeit. Doch wem bringt es Gerechtigkeit, wenn dieser Mann stirbt? Darf ein Bürger voreingenommen sein, wenn es um Gerechtigkeit geht? Müssen wir nicht erst klären, was Gerechtigkeit ist? Hört nicht auf einen Athener! Sie reden immer nur. Reden, reden, reden! Wir wollen Taten! Bringt ihn nach Mykonos, wo nichts heilig ist, und tötet ihn dort! Leben ist immer wertvoll, egal wo man ist. Ah, darf ich gleich wieder entscheiden, ob er sterben soll oder nicht? Und ich werde, egal wie ich antworte, bitte was dagegen sagen. Typisch, ja. Sokrates, du findest Freunde egal, wo du bist, nicht wahr? Kassandra, so eine schöne Überraschung. Was führt dich nach Delos? Das Quest, das Symbol für Quest auf der Karte. Naja, bloß nicht. Das, am Ende glaubt ihr das noch. Naja, warum nicht? Ich helfe einer Gruppe delischer Rebellen. Aber brauchen sie wirklich Hilfe? Ist nicht die Entscheidung zu rebellieren genug, um sich aus Unterdrückung zu befreien? Oh, nicht mit mir. Ich lasse mich nicht nochmal in so eine Diskussion verwickeln. Und doch gibt es eine Situation, zu der ich deine Meinung gerne hören würde. Na schön. Na toll. Ein Rebell wurde gefangen. Er hat das Heiligtum bestohlen, um die Rebellion zu finanzieren.
Als man ihn festnehmen wollte, hat er eine der Wachen getötet. Und? Ein Mord auf Delos. Sie werden ihn vermutlich hinrichten. In der Tat, auch wenn er nicht hier sterben darf. Momentan wartet er darauf, nach Mykonos gebracht zu werden. Wo komme ich ins Spiel? Würdest du sagen, der Rebell verdient den Tod? Dient sein Tod der Gerechtigkeit? Ich wusste es. Es geht genau wieder los. Keine Ahnung. Ich bin ja selbst Nummer 1. Ich töte die ganze Zeit Menschen. Und. Komm, wir spielen es rückwärts. Lass mich mit einer Frage antworten. Was genau ist Gerechtigkeit? Brillante Frage. Er hat gestohlen und das ist falsch. Aber nicht für sich, sondern für die Freiheit seines Volkes. Er hat getötet. Um sein Leben zu retten. Er brach ein heiliges Gesetz, das die Götter ehrte. Also sagst du, er kann töten und stehlen, aber für die Beschmutzung der Erde soll er sterben? Ich sage gar nichts. Doch wenn wir vom Gesetz abweichen, sind wir dann nicht wie Tiere? Du kennst meine Meinung dazu. Darf ich jetzt gehen? Natürlich, natürlich. Da ist nur noch eine Sache. Ah, come on. Oh, die gibt es doch immer. Der Rebell wird nördlich von hier im Hestiatorion festgehalten. Morgen wird er nach Mykonos überführt. Warte. All das nur, um mich zu überzeugen, den Mann zu retten? Aber nicht doch. Obwohl ich neugierig bin. Du weißt jetzt, wo und warum er festgehalten wird. Würdest du ihn befreien? Ja, ich guck mal vorbei. Ich werde den Rebellen besuchen. Es klingt, als hätten wir viel gemeinsam. Das dachte ich mir. Auch wenn ich dir kein Geld geben kann. Nur wissen, was man bevorzugen sollte, weil es beständig ist und nicht so flüchtig wie Drachmen. Nun, das ist auch was wert, schätze ich. Ja, natürlich, das ist genau wie immer. Und eure Gesetze sind auch Bullshit teilweise. Klar, Mord ist schlecht, aber kennen ja auch, die machen ja auch absolut willkürliche Gesetze. Man kann sagen, du bist gottlos und das ist anscheinend gegen irgendein Gesetz und du bist gefickt. Um es mal übertrieben darzustellen, so, ne? Hm. Na gut, da ist der. Hier ist aber auch noch was. Shit. Es hört nicht auf. Ficken Sie sich. Ei, dich bin ich noch irgendwie. Du blutest. Sehr stark. Willst du mich den Priestern ausliefern? Was hast du denn getan? Vielleicht hat man es dir nicht gesagt, aber es ist verboten, auf dieser von den Göttern verlassenen Insel zu sterben. Das habe ich gehört. Oh Gott. Schade, dass es niemand dieser Bestie gesagt hat. Ich werde dich bezahlen, wenn du sie erlegst. Okay. Wenn du mich bezahlst, jage und erlege ich das Biest für dich. Du bist wahrlich nicht die Erste, die mir das sagt. Aber mein Geld habe ich trotzdem immer noch. Moment. Das heißt... Seit du verletzt bist und hier am Verrecken bist und Rache willst gegen das Biest, hast du schon mehreren Leuten den Auftrag gegeben. Wie schwer verletzt bist du gerade? Ich weiß, wo die ist, zufällig. Komm. Du kommst nicht aus der Gegend, oder? Ich kam aus Arkadien, aber meine Heimat ist Korinth. Na gut. Ich finde das Biest und erlege es. Versuche nicht zu verbluten, bis ich zurück bin. Steh auf, sitz wieder. Nimm's mit einem Lächeln, genau. Ganz im Norden der Insel. Da, ne, wo das Fragezeichen ist. Da. Wie machen wir's? Was? Ich mach sie zuerst. Hauen das Viech um, kommen zurück, suchen den anderen Typ und schauen, was dann passiert. Irgendwas war komisch, wenn man das Vieh schon gekillt hatte. Ich weiß gerade nicht, was. Ich glaube, sie wird wütend oder sowas. Aber ich könnte mich auch täuschen. Na, da ist es sogar schon. Uff, dass ich das so weit sehen kann, ungewöhnlich.
und ich kann keine Tiere mehr zähmen. Welch ein Pech. Welche, was war drauf? Nach einer Parade. Gut, das Bären schlecht. Marina. Hallo. Guten Tag. Du warst ein mächtiges Tier, aber du gehörtest nicht hierher. Mord abgeschlossen. Stimmt. Es ging ja um. Bin ich um den Ort? Moment. Eine Leiche. Die Eingeweide wurden herausgerissen. Ein Fest für die Krähen. Tja. Ein blutiger Handabdruck. Noch ziemlich frisch. Und hier liegt eine, daneben liegt eine Hand. Und? Was ist passiert? Ein Schiffswrack. Oh. Das könnte erklären, wie der Bär nach Delos kam. Sie ist illegal hier. Hier steht, der Bär kommt aus Arkadien. Die Frau hat die Bestie eingeschmuggelt. Aber warum? Hier gibt's nichts mehr zu finden. Ich sollte zurück zu der Frau. Der Balken war doch noch gar nicht ganz voll, oder? Oder ist Hauptsache, du hast einen wichtigen Teil gefunden? Ja gut, ich gehe noch kurz in die Höhle da rein. Vielleicht ist auch noch eine Kiste oder sowas. Wenn auch mit nichts Wichtigem. Nee, nur Geld. Vielleicht noch ein Brief oder so hätte er sein können. Na gut. Vogel. War ich verkehrt? Oh, da war das. Okay. Verdammt, jetzt habe ich eines dieser Lieder. Aber ich kann nicht singen. Ich kenne auch den Text natürlich nicht. Oder soll ich erst in die... Ach komm, wir gehen erst in die... Die ist nur am Verbluten, die hält schon durch. Ich frage mich, ob das der Typ da wirklich ein Zeitlimit hat. So, dieses falsche Zeitlimit gibt es ja ständig. Ob es eilig ist oder was auch immer. Oh. Alles klar? Guck mich nicht so an. Oh, jetzt ist er hier drin, ne? Ja klar, natürlich ist er hier drin. Die Wache hat schon so blöd geguckt, obwohl ich nicht mal drin war, da natürlich. Ah. Na, ich wollte nur ein Stück näher. Befehlshaber drei Schätze. Und so. Befehlshaber. Da ist der Rebell. Okay. Oh, das wird doch wieder ein Krieg geben hier. Na hier. Scheiße, ich hab drauf gekrittet. Hallo. Na, du gehst zu denen. Ach, hallo. Aua. Komm.
Ah, die Wolke. Ich lass dich nicht entkommen! Da ist die! Na. Tschüss. Hosen. Ich bräuchte meine aktuelle Hose. Im Sinne von... In von Stats. Ah, hier. Der Schaden, den man macht, ist auch sehr variabel, ey. Vorhin haben diese starken Angriffe nach dem Parieren die Gegner sofort gekillt teilweise. Wahrscheinlich, weil sie Rüstung tragen. Duh. Guten Tag. Soll ich dich ins Wasser treten, dann ertrinkst du. Oh. Wirklich? Danke, Söldnerin. Gott. Die wollten mich töten, aber du hast sie zuerst erwischt. Es werden mehr kommen. Schnell, folge mir. Ich hab's gesehen. Du hast mit Freude Blut auf heiligem Boden vergossen. Genau wie ich. Ich bin nicht wie du. Jetzt sei still und folge mir, bevor du uns ins Grab bringst. Tod den Unterdrückern und allen anderen, die es auf unsere Inseln abgesehen haben. Die Delia sind frei. Es werden noch mehr Delia sterben, wenn du nicht schweigst. Schweigen brachte uns hierher. Alter. Ich schreie, bis meine Lunge blutet und alle Soldaten tot sind. Malaka! Also bringe ich dich um, einfach nur weil du ein Vollidiot und Arschloch bist. Es ging mir schon besser. So, wenn ich das Falsche sage, so bringe ich dich um. Du hast ein sehr großes Mundwerk. Du hättest uns beide ins Grab bringen können. Dann würde unser Opfer die Herzen der Rebellen anstacheln. Sie würden jeden Nicht-Delia ins Meer werfen, damit Poseidon sie verschlingt und wieder ausspuckt. Du weißt schon, dass ich nicht von Delos komme. Ebenso wie die Spartaner, die für die Rebellion kämpften und starben. Die Athener wollen unsere Inseln wegen unseres Reichtums. Die Spartaner wollen die Inseln für Sparta. Das lasse ich nicht zu. Wir brauchen sie nicht. Die Delia sollten über Delos herrschen. Nun, wenn du entschuldigst, ich gehe direkt zu Kira. Die Rebellen müssen aus ihren Höhlen kommen. Es ist Zeit für den Angriff. Was sagst du, kannst mich mal. Ich kann dich nicht allein nach Mykonos gehen lassen. Ich wusste es. Du bist eine von ihnen. Ich schicke dich und deinesgleichen an den Styx. Ich. Ich hasse deine Arroganz und deine Dummheit. Dafür musst du sterben, Sally. Sorry, not sorry, du dummer Stück Arschloch. So. Meine Fresse. Manchmal muss man einfach wissen, wo man die Fresse halten soll. Nur wie Kyras Mutter selbst daran schuld ist, dass sie umgebracht wurde. Einfach lassen. Uhu. Nein, ich habe kein Mitleid. Ich bin immer noch ein extremer Massenmörder in diesem Spiel. Bitte frag mich, warum. Eine Fremde hat Blut auf heiligem Boden vergossen. Hat dein Maul. Das mag sein. Ah, Cassandra. Dich auf Delos zu sehen, beruhigt mein Herz. Sag mir, wie war deine Begegnung mit dem rebellischen Gefangenen? Idiot. Du hast mir nicht gesagt, dass er ein extremistischer Spinner ist. Genau. Ah, doch wer bin ich, um zu entscheiden, was zu extrem oder zu verrückt ist? Sind wir beides nicht auch hin und wieder? Er würde dich und deine Philosophie ins Meer werfen. Vielleicht, wenn ich leichter wäre, sowohl an Gewicht als auch an Verstand. Also, sag mir, konntest du die Situation ohne Blutvergießen auflösen? Der Rebell hatte Wachen. Ich habe sie freigestellt. Interessant. Du hieltest das Leben eines Diebes und Mörders für wertvoller als das von Soldaten, die ihre Pflicht tun. Ich habe überhaupt nicht an ihn gedacht, um ehrlich zu sein. Und was ist mit dem Rebellen? Er ist tot. Das ist vermutlich das Beste. Das Beste für Delos, für die Rebellion oder für dich? Genau. Genau. Geil. Unsere Entscheidungen sind wie Kreise auf dem Wasser. Am Anfang wirken sie klein und unbedeutend, doch sie können zu verheerenden Flutwellen werden, wenn sie erst ihren Lauf nehmen. Ein Vergnügen, Sokrates. Ich kann mich immer darauf verlassen, dass du mir verheerende Kopfschmerzen bereitest. Aha, das Vergnügen ist ganz meinerseits.
Ich hoffe, wir treffen uns mal wieder auf einem Symposium. Ich würde nicht drauf wetten. Nein, danke. Ich hasse Sokrates. Er ist so ein Pseudo-Intellektueller. Immer alles in Frage stellen und dadurch schlau wirken. Like, Alter. Schau dir euch die Fresse ein. Da geht ja Zeit, Alter. Ich will dich umbringen. Du bist ein Vollidiot. Ah! Kriegst nichts bei. Guten Tag. Oh. Hey, du stehst. Lebst noch. Oh, du doch nicht. Lebst ja noch. Und das Monster? Der Bär ist tot und du schuldest mir die Bezahlung. Doch reden wir erst über dich. Aus Arkadien, richtig? Hm. Ja. Der Bär wurde aus Arkadien hergeschmuggelt. Ich habe ein Frachtverzeichnis deines Schiffes gefunden und deinen blutigen Handabdruck. Rede! Schon gut, schon gut. Wir schmuggelten den Bär für einen Mann namens Sargon. Poseidon hatte andere Pläne. Ein Sturm ließ uns hier stranden und die Bestie brach aus. Sie griff sofort die Mannschaft an. Das erklärt die Leichen. Sie waren meine Familie. Du hast genug gelitten. Was die Delia nicht wissen, bringt sie nicht um. Eine Söldnerin mit Herz. Genauso selten wie dieses Monster. Hier, nimm meine letzten Drachmen. Schere. Und lass dich nicht von den Delian beim Bluten erwischen. Dabei konnte sie irgendwie wütend machen, sodass sie ein Gegner wurde. Ups. Also, im Gespräch. Ich will das mal kurz ausprobieren. Das müsste direkt davor speichern. Automatisch. Hoffentlich. Moment, Uhrzeit. Das ist von gerade eben. Von wahrscheinlich genau danach. Autospeichern. 22 Minuten, lauf hier, komm. Ich guck mal, ob ich das hinbekomme. So, Post-Edit oder Edit, wie auch immer das man nennt. Tut das nicht. Bleibt lieb zu ihr und macht sie nicht wütend. Also das, was ich jetzt hier nochmal nachstelle, ist totaler Bullshit, aber sonst habe ich keine Aufnahme. Also wie gesagt, bleibt lieb zu ihr und ihr werdet sie dann im Nachhinein schon wieder treffen, wenn ihr sie jetzt auch nicht gewaltsam rekrutiert. Ne, also, bleibt lieb und geht eurer Wege. Ups. Oder ob ich mich da gerade täusche und was verwechsle. Wenn ich jetzt richtig liege und das zeigen kann, dann bin ich richtig gut. Oder ich erzähle echt nur Stuss. Oder es ist wirklich möglich, aber man muss noch mehr anders machen. Ich weiß es nicht. Genau. Wahre Weisheit liegt nicht darin, zu wissen, was man sagt, sondern zu wissen, wann man es sagt. Wahre Weisheit. Wenn dem so ist, dann hör doch auf zu reden für immer, oder? Bitte. Oh, nicht schon wieder. So. Machen wir sie wütend, mal sehen, was passiert. Weißt du, die Delia zahlen sicher ein Kopfgeld für die Person, die diesen Fluch auf ihre heilige Insel brachte. Das würdest du? Ich würde. Bezahl mich und vielleicht stirbt dein Geheimnis mit diesen Bären. Abscheuliche Söldnerin! Meine Familie ist tot und du willst noch mehr Drachmen? Ich mag verletzt sein, doch ich kann dich immer noch töten! Sie hat mir dafür Geld geboten am Anfang, oder? Hey. Wenn du bereit bist zu arbeiten, verdienst du auf meinem Schiff viel mehr als hier. Na, das wusste ich doch.
glaube, sie ist überhaupt nicht relevant und total random Bullshit oder sowas, aber... Oder? Nicht? Sie hat sogar Stats, das ist sehr interessant. Ich frage mich, ob die zufällig generiert sind gerade. Aber ich mag sie, weil sie keinen Helm trägt. So selten. Ausdauerregeneration, Schwachsinn, Erzeugung. Feuerkraft zu Beginn, ne? Schade. Ich nehme dich mit. Einfach nur Feuerschaden fürs Pfeile. Na, ah, erstmal annehmen. Anheuern. Das ist schon. Ja, und ich stehe schlau da. Uninteressant. Eine solche kleine Änderung. Vor allem, weil sie ja Geld angeboten hat für die Mission. Dass sie wütend wird, dass ich dafür Geld jetzt haben will. Das ist bescheuert. Oh ja. Frag mich jetzt allerdings wirklich, ob das zufällige Stats waren oder die fest sind, weil es ist schon einzigartig in der Hinsicht. Und wer kommt schon auf die Idee? Böse zu sein, um sie aggressiv zu machen, um sie dann zu betäuben. Oh, wer schießt denn dort? Oh, wer seid ihr denn? Jäger? Jäger? Habe ich aus Versehen. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Den Pfeiling geschossen aus Versehen oder so? Nö. Was ist denn hier überhaupt? Ist hier überhaupt irgendwas? Ich bin verwirrt. Hier ist kein. Ich weiß es nicht. Anyway, wir haben noch 5 Minuten. Grob. Wir haben das Ding uns geholt. Missionen sind hier durch. Aber. Ah, genau, das war's. Karte. Hier ist ein Unterwasser-Ding, was ich noch checken will. Weil ich alle checken will. Machen wir dich kurz um. Nö. Das Schiff holen, Unterwasser-Ding checken. Na dann. Wenn ich was Interessantes finden. Na gut. Ich weiß, dass man Segel und Figuren findet. Und ganze Sets für Matrosen. Teilweise findet man Waffen. Dann kann ich alles finden unter Wasser. Alle Seeleute an Bord! Das Steuer gehört dir, Kapitän. Vielleicht kriege ich am Ende ja 4 Leute mit weißen Umhang zusammen. Und hier ist ein Rätsel. Hätte das. Boah, wie viele Schiffe hier sind. Da Rätsel. Noch eine Kiste. Und noch eine Kiste. Und was ist hier noch? Ach, hier ist noch die Insel. Ist die Insel ein eigenes Ding oder nicht? Weil ich sehe kein Fragezeichen. Bin ich neugierig. Direkt unter Wasser. Nadel im Heuer helfen. Oh, es gibt einen besetzten Bauernhof an der Ostküste der Bla-Hügel. Das ist mich begraben unter einem großen Heuhaufen. Okay. Muss ich gucken, wo das ist. Na. Na, schau an. Banditen. Das ist nicht das Beste, aber hey, es war etwas. Banditinnen. Ah.
Ist ja doppelt gelohnt sozusagen. Bin natürlich neugierig, gucken, was auf dieser Insel ist. Wird natürlich so eine Insel sein, wo ein Kultist sich versteckt oder sowas, weil. Keine Ahnung, aber. Historischer Ort. Hm. Mit einer random Kiste. Bullenhelm. Hm. Also ihr habt ja irgendeine Bedeutung. Das ist eine Insel für Kranke zum Sterben oder sowas? Oder es ist halt einer dieser Orte, wo einfach gar nichts ist, der nur so aussieht, als ob. Die bringt euch noch gegenseitig um. Oh. Wait. Die Milon ist. Warum hast du einen besonderen Namen? Zerstören. Boot. Boot, Schiff. Da ist ein Boot, was zerstört werden will. Wir haben alle Schiffe einen Namen, ich habe nicht drauf geachtet. Hm. Muss ich sofort checken. Vielleicht muss ich nicht die Schnellreise dafür kurz. Weil manche Sachen dann echt Zeit vorspulen sozusagen. Nicht, dass es irgendwo anders ist oder weg ist. Heute aufstehen. Hatte mich. Das ist komisch. Na gut, egal. Halt es um. So ziemlich. Limparis. Eckhardt. Okay, die haben alle Namen. Habe ich nie drauf geachtet. Aber es ist wohl den Aufwand nicht wert. Das ist ganz besonders sehr, würde ich ja sehen, dass es in der Beute was gibt. Never mind. Und wir sind noch unter Wasser. Das gucken wir beim nächsten Mal an. Guck ich es erst nochmal. Ich lese nochmal durch und vielleicht finden wir beim nächsten Mal direkt dann die Ostdragon-Rätsel.